Und eins möchte ich auch noch mal sagen. Was mich maßlos ärgert, in der Berichterstattung und auch in der Diskussion, ist immer die Aussage, es gibt ja keine neuen Argumente. Aber, ich habe es vorher schon gesagt, Argumente werden doch nicht falsch, bloß weil man sie jedes Mal wiederholt. Wir fordern eine sachliche Diskussion und wollen nicht länger, weder im Landtag, noch im Bundestag, noch hier im Rathaus, mit Halb- und Unwahrheiten konfrontiert werden. Erwarten Sie... Und erwarten die Befürworter tatsächlich, dass wir eine 20-jährige überholte Planung kritiklos abnicken? So sieht doch keine sachliche Diskussion aus. Und ich meine, der Vorschlag hier vom Kampagnenberater Stuttgart 21 Drexler, einen runden Tisch anzubieten, der aber nichts in Frage stellen darf, das ist doch eine Frechheit, um das mal ganz klar zu sagen. Also Sie sehen, es bleiben nach wie vor viele offene Fragen übrig. Ich möchte noch mal ein paar nennen. Die erste, wo bleibt der Respekt vor dem kulturellen Erbe, Herr Drexler? Der Stuttgarter Hauptbahnhof, und wir stehen davor, ist ein einzigartiges architektonisches Denkmal. Und deshalb drücken wir alle am Donnerstag dem Herrn Dübbers die Daumen. Da ist die Klage, da ist die Gerichtsverhandlung gegen die Deutsche Bundesbahn. Und ich glaube, dass er da mit dem Daumendrücken von uns allen vielleicht auch was erreichen kann. So, und da wir jetzt schon bei der Kunst und bei der Kultur sind, ich glaube, das künstlerische Niveau von Stuttgart 21 ist genauso unterirdisch wie die Vorstellungen, den Bahnhof legen zu wollen. Aber wenn man sich mal überlegt, also ich meine wirklich, das künstlerische Niveau, und wir zahlen es ja eben doch auch, vom Sandburgen-Wettbewerb auf dem Killesberg. Also da fällt mir wirklich auch nichts mehr anderes ein, wie zu sagen, Stuttgart 21 und der Drexler bauen auf Sand. Aber ich glaube, Sie haben gar keine andere künstlerische Initiative gefunden. Weil alle anderen Künstler haben sich der Initiative Unsere Stadt, Stuttgart Gestalten, angeschlossen, die sich ja auch aus der Initiative gegen Stuttgart 21 rausentwickelt hat und Mitte Mai eine Aktionswoche in Stuttgart plant, in all den Spielflächen, die wegen Stuttgart 21 ja wegfallen. Wagenhallen, Röhre, Landespavillon, Bocker 33, um nur ein paar zu nennen. Und ich hoffe, dass wir alle bei dieser Aktionswoche im Mai diese Veranstaltungen besuchen und solidarisch auch zu den Künstlerinnen und Künstlern gegen Stuttgart 21 sind. So, und jetzt zum Abschluss nochmal. Das muss man sich einfach verdeutlichen. Es geht hier nicht um irgendeine kleine Bauerei. Es geht um den größten baulichen Eingriff. Es geht um die größte Bausünde, die Stuttgart jemals erlebt hat. Und zwar, das muss man sich vorstellen, für die nächsten 25 Jahre, für das nächste Vierteljahrhundert. Nach der Fertigstellung vom geplanten Bahnhof 2019, das ist ja noch ein Stück weit hin, aber die Bauarbeiten gehen dann noch 15 Jahre weiter. Wir werden bis 2035 in Stuttgart mit einer Großbaustelle leben. Und wir... Und auf alte Straße in der Innenstadt werden Ihnen jahrelang Lastwagen mit Aushub und Dreck begegnen. Und das muss man sich alles mal klar machen und nicht die Leute belügen und beschwichtigen, wie kürzlich mein Kollege Bachmann, Klammer FDP, bei einer Besuchergruppe im Landtag, der gesagt hat, Sie, erstens mal wird es ruhiger, der Bahnhof kommt unter die Erde und Sie kriegen überhaupt nichts mehr mit. Und die Baustelle, die ist alles am Bahnhof, da wird die Innenstadt überhaupt nicht davon berührt. Das muss man sich mal vorstellen.